gehen wir mal in ein Haus. Eine die Karte Talk. Okay. Das Medium ist die Massage. M. McLuhan. Wie passend. Aha. Ihr habt einen Trank gefunden. Nice. Ich habe unbeabsichtigt ein Fass angemacht. Der ultimative für alles von S. Miyamoto. Ein absolutes Genie, der Miyamoto. Den Herrn kennen wir doch. Gehen wir mal raus. Das, den Brunnen da, den möchte ich noch nicht betreten. Okay. In diesen Fässern ist erstmal nichts. Ich habe im Inventar unser namenloser Held hier. Und es gibt 23 Karten und 30 Sterne anscheinend. Das ist cool. Wie man ein Emuk zubereitet von Wewald Lecker. Alle eure Thronen sind gehört zu uns. Da gab es wohl ein Übersetzungsproblem. Ja, das ist das berühmte Zitat. All your base belongs to us. Oder? War das so? Ja, ne? Ja. Ladeninhaber, okay. Tut mir leid. Der Nationale Schwertverband verbietet uns, Waffen an Kinder zu verkaufen. Ja, das hat man sich nie gefragt, wieso Händler Waffen an Kids verkaufen. Aber das tun sie ja in Rollenspielen. Hat man nie hinterfragt. Wieso denn auch? So, was haben wir denn hier? Bett. Was? Die Rettung der Welt mit Heldenkristallen von Mr. Sakaguchi. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Ja. Mein Krampf von Arzt Sephiroth. Klingt nicht besonders unterhaltsam. Nein. Wir kennen ja ein Buch namens Mein Kampf. Soll ganz cool sein, habe ich gehört. Also, wenn wir müde sind, dann... Von Chuck N. Ja, okay. Damit können wir uns ein bisschen heilen. Gegen 10 Jill. Ja, meinetwegen, wieso nicht? Damit wird wahrscheinlich gespeichert. Ja, geil. Ich habe auch volles Leben. Angriff, Verteidigung, okay. Ich habe auch noch keine Level. Keine Level an sich. So, jetzt muss ich wahrscheinlich in den Brunnen. Muss ich mal schauen, wo der Wachstumssamen ist. Wo? Bin ich jetzt dran? Ah, hier. Ja, natürlich betreten wir das. Oh, shit. Das ist ja geil. Die Musik ist auch super. Kann ich jedem empfehlen. Gibt's bei Good Old Games. Gibt's auf Steam. Wie viele Karten? 3 Karten. Die Steuerung ist simpel. Es gibt die Schwerttaste. Dann gibt's hier halt so zurück ins Menü. Und es gibt Start. Start-Taste. So. Ey, das sieht doch genauso aus wie so ein Mana-Samen von Secret of Mana. Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Okay, ich muss den wohl essen. Yo! Freigeschaltet. Größer werden. Was haben all diese Kinder in Videospielen zu suchen? Cool. Das ist wiederum geil, irgendwie. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Jetzt erzählen die mir natürlich alles. Vorhin hat uns ein Mädchen
besucht. Ist sie eure Freundin? Okay. Da ich jetzt erwachsen bin, kann ich auch mehr Leute ansprechen. Es gibt Kristalle im Norden. Und da ist noch keiner zurückgekehrt. So, jetzt kann ich ja hier alles nochmal durchchecken. In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Anordnung lassen wir euch nicht vorbei, okay. Da ich ja jetzt erwachsen bin, wird mir wahrscheinlich auch Equipment verkauft. Held sieht echt cool aus. Willkommen in Papunica. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Erwachsene sind nicht lustig. Ja. War ich hier schon drin? Nein. Beziehungsweise nicht, seitdem ich erwachsen bin. Ich schätze mal, ich muss ein bisschen, sparen, um halt mir Equipment zu holen. Aber hier ist kein Mädel. Okay, da ist nur der Dingensbesitzer. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Beziehungsweise ich muss doch wahrscheinlich hier jetzt ein bisschen trainieren für Equipment. Jetzt müsste... Oh, geil. 50 Chill, okay. Jetzt muss ich ein bisschen grinden. Quasi. Ja, grinden ist ein wesentlicher Bestandteil alter Japano-RPGs. Final Fantasy 1 und 2, die Hölle, was das Leveln angeht. Dann ist das auch kein Problem, irgendwie 40 plus Stunden in das Spiel zu investieren. Also dadurch ist die Spielzeit schon extremst lang. Also ich habe ja noch nie ein Spiel gespielt, was eine Spielzeit von über, keine Ahnung, 30 Stunden hat. Außer jetzt Diablo natürlich und LOL und so, aber das ist ja kein richtiges abgeschlossenes Spiel für mich. Diablo für manche schon, für mich. Ihr wisst schon, es geht immer weiter, Diablo. Das ist ja diese Item-Suchtspirale. Ja, ich sammle noch ein bisschen. Ich habe noch nie in so einem zeitintensives Spiel rangewagt. Ich habe nicht die Geduld für 20 Stunden und mehr bei einem Spiel. Irgendwann verliert ein Spiel für mich an Reiz. Das ist das Problem. Ich versuche ja irgendwie am Ball zu bleiben. Bei manchen Spielen, da setzt es halt nach 15 Stunden aus. Bei manchen will ich mehr, aber dann denke ich mir, die Zeit kann ich auch in ein anderes Spiel stecken. So. Und kurze Spiele heißen ja nicht gleich, dass sie schlecht sind. Deswegen spiele ich lieber zwei kurze, gute Spiele, als ein langes, gutes Spiel. Also, ich weiß nicht. Ist bei mir zufällig auch bei Serien so. Uni hat es, glaube ich, One Piece aufgehört. Ich war so ziemlich an der spannendsten Stelle sogar in One Piece. Also da, wo es im Impel Down runtergeht. Und Ruffy halt Ace rettet. Da habe ich aufgehört. Das war Folge, keine Ahnung was, 400 oder was das ist da. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr.
Also, es war mir zu viel und... Und deswegen habe ich da aufgehört. Für ein paar Monate. Bis dann halt Mi das geguckt hat und ich habe es halt auch mitgeguckt. Was soll ich machen, wenn sie guckt? Dann gucke ich halt mit. Und deswegen bin ich da halt noch dran, sonst hätte ich es abgebrochen. Eiskalt. Der Anime ist... Gott, wie viel brauche ich? Ja, dann muss ich nochmal irgendwie so 200 sammeln. Ich weiß ja nicht, wie viele Tränke ich kaufen kann. Vielleicht kann ich ja gut mehrere kaufen. Ohne Leben zu verlieren, das ist doch ganz nice. Damage. Ist mir doch egal.